Moment, war da was kurz? Ja, da war eine... Ah, da ist nur... Das Tor ist verschlossen, das kann ich anklicken. Da ist auch was, aber... Ah, ein Zombie! Gut, dass der noch nicht aktiviert war. Verdammt! Eine Marke. Wie viele Marken haben wir jetzt eigentlich? 3. Hm, okay, nicht so viel. Dann müssen wir jetzt nochmal zu... Oh, Moment, da oben... Wie komme ich denn da hoch? Hm. Weiß ich nicht. Jetzt holen wir mal die Kurbel. Holen wir mal die Kurbel. Und machen uns das Inventar frei, weil wir hier ziemlich viel mitnehmen könnten. Noch. Kann ich da auch lang? Oh Gott, da kann ich auch noch lang. Gebiet ist größer als ich dachte. Habe ich noch Schießpulver da oben? Ja, nur ein bisschen, aber das können wir mal kombinieren. Gut, jetzt pass auf, da war ein Feuerzeug, eine Statue, aber ich brauche auch die Kurbel. Dann müsste das so jetzt passen. Ich habe echt Angst, dass uns irgendwann die Munition ausgeht. Was mache ich denn dann? Dann muss ich hochgehen zum Automaten da oben und für die Marken... Moment, wenn ich jetzt hier die Wachsfigur nehme, geht hier bestimmt irgendeine Tür zu, oder? Ja, ich kenne doch meine Resident Evil-artigen Spiele. Warum liegen jetzt hier Patronenhülsen am Boden? Verdammt, habe ich die vorher tatsächlich übersehen? Das macht jetzt meinen ganzen Plan kaputt. Achso, nee, weil ich die weiße Wachsfigur ja eh nicht mitnehmen kann. Perfekt, dann gibt es überhaupt nichts hier auszusetzen. Okay, hier sind Rampen entstanden und... Uhr. Eine Nummer ist darauf eingraviert, aber es fehlen irgendwie Zeiger. Ansonsten ist das jetzt der Uhrenbrunnen. Ich verstehe jetzt, warum der so heißt. Munition kann man immer brauchen. Rotes Kraut lasse ich mal liegen. Schauen wir erstmal, was wir gegenüber finden. Grünes Kraut. Aha, und irgendein geheimer Raum oder so. Hm. Komisch. Jetzt könnte ich das Ventil auch wieder mitnehmen, aber jetzt gehen wir erstmal ein bisschen weiter, würde ich sagen. Schauen wir uns erstmal kurz um. So, erstmal ein Highlight für heute erstellen. Ein Highlight? Was war denn ein Highlight? Gab es was Highgeleitetes? Was Highlight-würdiges? Oder von dir, von deinem Stream? Aha, ich zünd einfach mal das Feuer an. Nein. Das wundert mich jetzt. Ein leerer Kamin, kein Brennstoff vorhanden. Ich verstehe. Komm, steh auf. Bitte, steh auf. Ich mag das nicht, wenn du hier rumliegst. Du erschreckst mich nachher nur wieder. Ach so. Oh nein, Skyward Sword. Ja, ich verstehe. Ich hab sogar reingeguckt bei dir. Ich habe das Ende sogar mitgekriegt. Ich bin da immer am Lurken ein bisschen. Im Grunde, wenn ich meinen Stream vorbereite, habe ich eigentlich immer deinen laufen. Währenddessen. Weil der läuft ja auch auf meinem Kanal meistens, weil ich ja sowieso Katka und dich... Und Awesome Games dann Quick und andere in der automatisch streamen Liste habe. Eine Zeitschrift zum Thema Waffen erhöht die kritische Trefferchance. Ja, das klingt gut. 5 Münzen haben wir aber leider noch nicht. Müssen wir noch mehr Zombies töten. Irgendwie kriegt man gar nicht so viel Zombies vorgesetzt, wie man töten könnte. Ah.
Oh, wer kommt denn da? Oh, gleich zwei. Oh, oh, nein, was machst du denn, Hauptcharakter? Du bist so ein doofer Hauptcharakter. Ach, kommt schon, und keiner lässt eine Marke fallen. Das finde ich gemein, weil erhöhte kritische Trefferchance bedeutet ja auch erhöhte Munitionssparsamkeit. Das wäre natürlich schon gut, das möglichst früh zu haben. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auf meine Laufgeschwindigkeit verzichtet. Und hier liegen so viele Patronenhülsen am Boden. Und so wenig Schießpulver. Ich habe echt Angst, dass meine Munition gleich ausgeht. Wie viel Schuss haben wir denn noch? Okay, ich muss mir nicht so viel Sorgen machen. Habe ich das Gefühl irgendwie. Hab schon noch ein bisschen was. Trotzdem. Ah. Ah. Ist das jetzt verkehrt rum? Heißt das quasi 796 dann? Ein Visier. Kann ich das auf meine Pistole bauen? Ja, cool. Cool. Genauer, stärker und genauer als je zuvor. Mit Genauigkeit hatten wir, glaube ich, noch nie ein Problem, aber stärker, da sagen wir nicht nein. Testen wir gleich mal. Ja, drei Schuss. Das ist gut. Werkmarken. Warum sage ich immer Werkmarken? Genug Wertmarken. Hey, da sehe ich eine Maske. Für den Automaten. Für das kritische Treffer-Upgrade haben wir jetzt auch zusammen. Das könnten wir uns gleich kaufen. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber jetzt habe ich mich erstmal verirrt. Oh nein, da kommen da immer wieder welche raus, oder wie? Das Loch hatten wir doch schon. Das kostet natürlich Munition. Awesome Games Done Quick, wäre das mal was für dich? So ein Speedrun. Ich habe da echt drüber nachgedacht. Das wird mir tatsächlich echt viel Spaß machen. Aber ich habe da, glaube ich, erstens leider weder die Zeit noch vor allem die Geduld. Ich glaube, ich habe nicht die Geduld für einen Speedrun leider. Mir das, weil das braucht ja extrem viel konsequentes und langwieriges Training, dass man wirklich gut wird in so einem Spiel. So gut, dass man einen Speedrun machen kann. Aber es gibt schon ein paar Kandidaten, die mir da auch Spaß machen würden, glaube ich. Aber ich habe tatsächlich sogar mal, nachdem ich ein paar Speedruns von Spielen, die mir echt gefallen, gesehen habe, gedacht, ach komm, so schwer sieht das nicht aus, das versuchen wir mal. Hab's dann versucht und habe gemerkt, okay, das ist fucking schwer. Und hab's dann wieder aufgegeben. Deswegen ist das, glaube ich, nichts für mich. Aber grundsätzlich fände ich's cool. Ich habe da nicht die Geduld auch einfach, auch wenn ich die Zeit hätte. Mir geht das dann zu schnell auf die Nerven, wenn was nicht funktioniert. Und mittlerweile ist die Speedrun-Szene so groß, dass das ja wirklich... Also, das ist ja kein Spaß mehr. Da ist es ja... Das ist ja todernst. Bestimmt geht der Schrank jetzt dann gleich auf. Ach so, das ist ein Kistenraum. Wenn ich das gewusst hätte. Schmerzmittel. Was macht denn Schmerzmittel? Das ist neu. Gewöhnliche Medizin mit einer normalen Heilung. Ich verstehe. Das ist wahrscheinlich wie grünes Kraut oder so. Oh. Guckt euch das an. Jetzt ist meine Pistole echt fast leer. Shit. Noch 7 Schuss. Hier war aber auch zombie-mäßig verdammt viel los in dem Flur da draußen. Mann, Mann, Mann. Schauen wir mal, wo wir rein können.
diese Ironie, keine Zeit für Speedruns. Ja, das stimmt. Hab mich an Super Mario World versucht. Ah, okay. Speedruns finde ich eher Mist. Ich will ein Spiel ja auch genießen, nichtsdestotrotz. Naja, aber das ist ja ganz was anderes. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Ich kenne ja, es ist ja echt witzig, weil die meisten Speedrunner speedrunnen Spiele, die sie gerne mögen, natürlich. Weil sie halt schon alles gemacht haben, weil sie das Spiel 100-mal gespielt haben in allen Variationen. Und dann sagen sie, okay, jetzt versuchen wir mal das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Aber es gibt auch Speedrunner, die kennen das Spiel, das sie speedrunnen, im Grunde überhaupt nicht. Es gibt immer wieder Speedrunner, die sagen, die haben das Spiel noch nie außerhalb eines Speedruns gespielt. Die wissen nicht, worum es geht. Die kennen die Story nicht. Die wissen gar nichts. Die kennen nur den Speedrun. Und das finde ich dann immer ein bisschen komisch, weil ich mir denke, warum? Wie kommt man drauf, dass man ein Spiel, das man nicht kennt, einfach speedrunnt? Ja, vielleicht, weil man andere kennt, die das speedrunnen und will es dann mit speedrunnen oder so. Keine Ahnung. Wir haben kraftvollen Reiniger gefunden. Starker Reiniger, nur noch eine Flasche. Besonders effektiv für Wandreinigung. Okay. Oh, guck mal. Resident Evil. Plakat, Poster an der Wand. Ziemlich low poly. Resident Evil 5, würde ich mal schätzen, oder? Ja, das ist Resident Evil 5. Haha, witzig. Finde ich witzig. Nein, keine Kugeln mehr. Oh oh, jetzt haben wir ein Problem. Weil so viel ich weiß, gibt es keinen Nahkampf in dem Spiel, oder? Shit. Aha, Munition. Na schau. Munitionsknappheit hier ohne Ende. Ich könnte ein paar Münzen für Schießpulver ausgeben, aber das will ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich könnte jetzt mal das normale Schmerzmittel benutzen. Warum sind da zwei Verkehrshütchen? Nein, mein Inventar ist voll. Ach, blöd. Warum dachte ich denn, ich hätte noch einen Platz frei? Komisch. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt kenne ich mich gerade gar nicht mehr aus. Von der anderen Seite verschlossen. Moment mal, ich habe gar nicht gesehen, dass in dem Speicherraum so ein Ding da ist. Das habe ich ganz übersehen. Ah, jetzt kommt doch einer aus dem Schrank. Gemeinheit. In dem Speicherraum. Also in dem Kistenraum. Speichern kann man in dem Spiel ja immer und überall. Bitte benutzen Sie den Ausweis der Security. Ja, schade, den haben wir noch nicht. Hm. Können wir da in das Büro? Habe ich das schon versucht? Da gibt es zwei Eingänge, theoretisch. Von innen verschlossen. Verschlossen. Warte, was steht da? Ein Halbschild markiert die Tür. Nicht weiter. Da müssten wir erst in den Garten raus. Hm, verdammt. Ach, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Das ist schade. Reinigungsmittel, damit ich die Wand sauber machen kann. Das sagt mir gerade auch nichts. Wo ich eine Wand sauber machen sollte. Ach nee, kommt schon. Immer die Zombies aus diesen Schächten. Das macht mir ganz schön die Munition kaputt. Ah.
machen wir denn da? Ist jetzt doof. Gerüchte. Das Geheimnis des, der Gartenstatuen, das kenne ich schon. Geheimer Durchgang zum Labor. Ich verstehe, da könnte man so Tipps kaufen, wenn man nicht weiterkommt. Wie sollte ich dann vielleicht mal bei dem aktuellen Automaten schauen, ob es da auch welche gibt? Das könnte nämlich sein. Weil sonst habe ich jetzt hier gar nichts, oder? Hey, Aldus! Die Wackelmütze, ja. Die neue Krone des Bird Riders. Anscheinend ist das so. Ein Toupet. Hallo, Yuzi. Vielleicht beides. Vielleicht ein krönendes Toupet. Oh, jetzt sind hier echt zwei rausgekrochen. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Wie Munition sparen wir uns vielleicht? Laufen wir weg und hoffen, dass die uns nicht hinterherkommen. Okay, hier haben wir nämlich auch Gerüchte. Das Passwort des Lagerraums. Das Passwort des Lagerraums. Waren wir schon in dem Lagerraum da oben? Das Geheimnis des Gartenbrunnens. Ah ja, das wäre interessant für uns. Könnte ich mir kaufen. Wird das Geld lieber für andere Sachen ausgeben, aber ich glaube, das macht Sinn, das mal zu kaufen, wenn es schon sowas gibt. Hallo? Ah da, Herrenhaus Gerücht 4. Wenn du lange genug in der Villa bleibst, wirst du feststellen, dass es genug Geheimnisse gibt, die das Gebäude zu einem schrecklichen Labyrinth mit seltsamen Rätseln und versteckten Fallen machen. Aber ich denke, dir ist das... dieses ist das schwierigste Rätsel von allen. In der Nähe des runden Brunnes im nördlichen Garten befindet sich ein Denkmal. Seine Inschrift lautet, der Zwillingsbrunnen zeigt die Richtung der Uhr. Die Flamme am Becken zeigt die Zeichen der Zeit. Der dunkle Durchgang erscheint, wenn die Zeit gefroren ist. Was? Der Zwillingsbrunnen. Vermutlich ist der runde Brunnen im Garten der großen Halle gemeint. Ja, den haben wir schon gefunden. Den Zahlen nach kann er als umgedrehtes Ziffernblatt betrachtet werden, wodurch der Brunnen im Ostgarten auf den Kopf gestellt wird. Die Flammen im Becken, das soll wohl auf die brennbaren Fackeln am Becken hinweisen. Aha, brennbare Fackeln am Becken. Welches Becken denn jetzt, von dem Brunnen oder wie? Und sie als Zeiger für die Uhr verwenden. Die Flammen am Becken, brennbare Fackeln, was denn für Fackeln? Ich kann mich nicht an Fackeln erinnern. Und gefrorene Zeit, die kennst du bereits, 6:45. Theoretisch ist alles, was man tun muss, die 6:45 auf einem runden Brunnen mit Feuer zu markieren. Ach ja, ganz logisch. Okay. Aber denk daran, die Uhr wurde um 180 Grad gedreht. Das Spiegelbild sollte 12.15 Uhr sein. Da kriegt man die Rätsel schon relativ genau erklärt. Aber welche Fackeln brauche ich jetzt hier? Da müssen wir mal nochmal schauen, von was für Fackeln die reden. Vielleicht sind die Fackeln eh wirklich beim Brunnen. Da schauen wir mal nach. Die Jagdtrophäe des Landsquid. Vielleicht will der Landsquid einfach insgeheim eigentlich ein Hase sein. Ach, verdammt, die beiden habe ich ganz vergessen. Na, vielleicht droppen die wenigstens Marken. Was, der lebt noch? Boah. Damit habe ich nicht gerechnet und hat nicht mal den Anstand. Und da kriegt noch einer raus. Also das hasse ich.
Respawnende Gegner in einem Spiel mit begrenzter Munition hasse ich. Das finde ich nicht cool. Ach, schade. Bis jetzt mochte ich das Spiel, aber das ist echt blöd. Ah, warte mal. Sind das hier die Fackeln? Sollen das Fackeln sein, oder wie? Nee. Ich glaube nicht, dass das Fackeln sind. Welche brennenden Fackeln von welchem Becken denn bitte? Ich weiß nicht, von was das Spiel redet hier. Der Brunnen der Zeit. Landgrid Bunny Head. Ich weiß nicht, was für brennende Fackeln der meint. Ich kann Kerzen benutzen, wenn das hilft. Aber sonst bin ich überfragt jetzt gerade. Beim Fackeln vom Becken. Was denn für ein Becken? Ich verstehe das nicht. Im japanischen Lego-Verschnitt gibt es einen Bird Rider. Ist aber leider kein Landgrid. Ist quasi die Vorentwicklung, Digitation. Was? Ein Valkyrie Bird. Hä? Was? Vielleicht habe ich einfach irgendwo Fackeln liegen lassen. Schauen wir uns mal nochmal um. Der Hinweis, dass die im Becken sind, hat mir halt nicht viel geholfen, weil... Was sind für Becken? Und was reden die da? Waschbecken? Oder wie? Ein großer Vogel mit einem kleinen Ritter drauf. Ah, okay. Verstehe. Das Becken. Patronenhülsen liegen aber scheinbar immer überall rum im Grunde. Die droppen anscheinend zufällig. Wenn es irgendwo mal noch eine Quelle extra für Schießpulver gäbe, könnte man sich so viel Munition herstellen, wie man wollte. Theoretisch. Hier ist Feuer. Aber da fehlen irgendwelche Rohre oder so, die ich auch nicht habe. Schade, schade. Ich weiß nicht weiter. Ich laufe hier irgendwie blöd rum, keine Ahnung. Beste Mütze der Welt, das stimmt wahrscheinlich. Es ist schon eine sehr tolle Mütze. Endlich habe ich Ohren, die ich aufstellen kann. Ich kann ja nicht mal mit den Ohren wackeln. Aber endlich kann der Mensch richtige Ohren haben, die er bewegen kann. Nicht diese komischen Hautknorpel, die da links und rechts im Kopf so rumhängen und eigentlich nicht viel machen. Das finde ich echt interessant, weil der Mensch hat ja noch Muskeln an den Ohren, die sind nur winzig und verkümmert und machen nicht mehr viel. Manche können eben wackeln, aber mehr nicht. Aber die reagieren noch auf Geräusche, diese Muskeln.
wenn ein Geräusch kommt, dann wollen die Muskeln quasi das Ohr immer noch in Richtung des Geräusches ausrichten. Sie tun es noch nicht mehr, weil sie verkümmert und winzig sind. Weil das ist wirklich noch so ein sehr altes Restartefakt unserer Vorfahren, das wir da noch haben. Die Muskeln werden wirklich bei Geräuschen noch angesteuert und wollen die Ohren bewegen. Es passiert halt nichts. Schon faszinierend, oder? Mädels sehen mit Katzenöhrchen nämlich total süß aus. Ich meine, in Animes ist das natürlich sehr weit verbreitet. Oh, warte mal, da ist auch eine Uhr. Da, auf der ist es auch so spät wie auf der anderen Uhr. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Ach, Mann. Ich komme nicht mehr weiter. Ich habe aber nicht schon irgendwie Fackeln abgelegt, oder? In meine Kiste. Und weiß es nur nicht mehr. Nee. Da habe ich viel abgelegt, aber nichts, was uns jetzt weiterhilft. Und das Blöde ist halt jetzt wirklich, das finde ich jetzt echt doof, weil je mehr ich jetzt in dem Flur rumlaufe, desto mehr Zombies spawnen aus diesen blöden Lüftungsschächten. Und das ist natürlich ziemlich blöd. Ein bionisches Upgrade, diese Mütze. Ja, wenn man jetzt noch besser damit hören würde, wäre es perfekt. Aber man kann nicht alles haben, schätze ich mal. Aber man kann jetzt zumindest den wilden Tieren da draußen quasi Ehrfurcht einflößen, weil man sagt, haha, ich habe nicht nur Daumen und ein großes Hirn, ich habe auch noch bewegbare Ohren, mit denen ich Geräusche sehr gut lokalisieren kann, genau wie du. Und dann sagen alle, verdammt, diesen Vorteil haben wir jetzt auch noch verloren. Dieser verflixte Mensch mit seinen Vorteilen. Ach, komm schon, Zombie, bleib doch in deinem Loch. Hä? Oh, was? Ich hab den Teppich... Was? Ich hab jetzt hier rein zufällig... Also, wirklich. Wow. Mysteriöse Notiz. Wenn bestimmte Dinge getauscht werden, Leben und Tod, Blut und Wahnsinn, wird der mysteriöse Schatz erscheinen, bevor sich das Tor der Auflösung öffnet. What? Ah, das meinst du. Das Bild. Ja, ja, das hast du mal auf Discord gepostet. Den Bird Rider. Aber ich meine, Bird Rider gibt es ja im Grunde theoretisch spätestens schon seit Final Fantasy. Seit Erfindung der Chocobos. Und bestimmt schon früher. Hey, warte mal, hier waren wir noch gar nicht drin. Yes! Warum bin ich hier noch nie reingestolpert, Mensch? Verdammt. Da haben wir so eine kleine Holzfigur. Ich verstehe. Die können wir brauchen.